Hallo Freunde und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Es hat sich mittlerweile wieder ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Wir haben ja endlich unsere Workshops fertig bekommen, großteils, wo ich jetzt schon mal angefangen habe, Türen in Auftrag zu geben hier rechts. Und wir haben hier unseren Stockpile fertig, was ich gerade mal das Interessanteste finde. Den wollen wir nämlich mal einrichten. Der geht auf Edelsteine und wird dann hier eingerichtet. Außerdem muss ich da drin natürlich noch dumpen, das darf ich nicht vergessen. Genauso wie ich hier hinten noch einen kleinen Rest zum Dumpen aufgeben muss. Und das hier verstecke ich auch schon mal wieder, weil das sonst zu nervig wird. Hier kommt was rein? Gems, und zwar die rohen Edelsteine sollen auch mit rein. Das möchten wir natürlich nicht. Mist, das wollte ich so auch nicht. Ich wollte schon hier. Geschnittene Edelsteine sollen da rein, denn die wollen wir natürlich auch weiterverwenden. Außerdem dürfte das Ganze auch ruhig, ja, Bins sind schon eingerichtet, so ist recht. Ja, ansonsten arbeiten unsere Leute heute fleißig und deswegen habe ich entschieden, wir sind zwar erst im Part 59 durch den Part 60, aber ich mache heute schon mal wieder einen kleinen Überblick und lasse einfach währenddessen im Hintergrund hier laufen und einfach nur ein paar Mal reingucken, denn so viel passiert hier halt einfach nicht. Und so kann man die Zeit aber sinnvoll nutzen. Immer als Überblick über das, was unsere Leute können. Zuerst einmal hier die Übersicht über das Militär. Was ich schon ganz gut finde, man sieht, hier sind einige Zwerge dabei, gerade in unserem Hauptsquad, das ist ja das oberste hier, die schon richtig gut kämpfen können. Oder die auf jeden Fall, wo auf jeden Fall alle kämpfen können. Ich hier als Mace Dwarf schon richtig gut, auch als Armor-User, Shield-User und Fighter und Dodge. Also wenn der in den Kampf reinkommt, das haut richtig um sich. Auch der Rest wird hier bei Fighter deutlich besser, Dodge auch so ein bisschen. Und auch hier, ja gut, was ist das? Siege Operator, das brauchen die ja gar nicht, da gucke ich in die falsche Richtung. Das ist wahrscheinlich noch von vorher übrig. Crutch Walker gibt es auch, also an Krücken gehen. Dann gibt es hier unser zweites Squad um Pesche, wo halt leider noch nicht so viele können. Da sind natürlich auch unser Schützen-Squad, wo wir ein paar, also ziemlich genau die Hälfte, schon schießen können und der Rest ist immerhin ein paar Erfahrungspunkte da drin hat. Aber das wohl noch dauern wird. Ich habe zum Beispiel noch gar keine Erfahrungspunkte im Schießen und auch ansonsten noch nichts. Ich hoffe, die kriegen das auch noch nachgereicht. Und zu unseren Arbeiten, da sortiere ich die mal wieder nach nichts. Also nein, nicht nach nichts, nach Namen. Das war ja der Punkt, um den es immer geht. Wo war doch Nickname? Ja, Hesse-Nickname, genau. Da haben wir zum Beispiel unseren Darth Vader. Ich mache das mal ein bisschen breiter, dass man noch mehr von sehen kann. So. Da müsste man gut was erkennen können. Da dürfte fast alles drin sein, zumindest die interessanten Sachen. Ja. Ein bisschen tanken geht noch. Und hier geht auch noch ein Stückchen. Dann seht ihr zwar die Scrollbalken nicht mehr, aber das ist ja egal. So sieht man den Namen und die interessanten Sachen. Der Siege Engineer Mechanics macht, glaube ich, keiner von euch. Können wir also ausblenden. Passt. Darth Vader war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unser Bookkeeper, können wir gleich mal nachgucken. Genau, Record Keeping ist der immer nämlich mittlerweile schon einiges besser geworden. Dann haben wir hier unseren Giftzwerg, unseren Koch mit 10 Punkten noch ganz gut. Der kommt halt in letzter Zeit nicht so viel dazu, weil uns dann nur die Materialien zum Kochen ausgehen. Da werde ich auch auf Dauer aufpassen müssen, dass das nicht zu wenig wird. Dann haben wir hier Cheetah als Mason, der eine ganz gute Arbeit damit leistet. 6 ist noch nicht so hoch. Macht aber auch, ich sehe gerade, warum hat er denn hier hinten noch die anderen Sachen drin? Ne? Das macht ja irgendwie wenig Sinn. Das könnten wir ihm vielleicht mal wegnehmen, vernünftig. Es könnte glatt sein, dass der in irgendeinen Squad reingehört. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber eigentlich nicht. Wenn er im Squad wäre, haben die so dunkel unterlegt. Dann hat er die ganze Zeit Sachen gemacht, die er nicht machen sollte. Haben wir Darkon, Legendary Miner, mittlerweile. Darkus Rai, auch Legendary Miner. Aber erstmal plus 2, Darkon schon mal plus 5. Dann haben wir mich selbst. Ich bin hier der große Chef und räumt sonst nur ein bisschen Zeug durch die Gegend. Nia Games als Minenarbeiter auch Legendary. Möchte ja immer noch wechseln zu den Schützen. Ich hoffe, dass dann für ihn dann Platz als Anführer frei wird. Ja, Graf von Metternich wiederum selbst ist der Anführer der Schützen momentan. Hat also hier eher wenig interessante Sachen. Dann haben wir hier mal Rinzo als Mason richtig gut, wie man sieht mittlerweile. Er ist zwar nicht als unser Manager aktiv, aber macht ja nebenbei, während er nichts zu tun hat, die Mason-Arbeiten und kann das mittlerweile ziemlich ordentlich. Dann haben wir Mr. Glacier, einer der Ur mit Weaker hier und der Urgestein der Minenarbeiter, die bei plus 5 sind als Legendary. Der geht dann natürlich auch nicht mehr nach oben, auch wenn sie schon länger sind. Dann haben wir hier No Name, der als
Mason Legendary plus 5 hat, was natürlich unheimlich geil ist und als Carpenter auch noch aktiv ist, wobei ich überlege, ihm das einfach mal wegzunehmen und ihn aufs Mason zu spezialisieren. Wenn er da eh so gut drin ist, dann soll sich McWoody weiter darum kümmern, weil der ist hier unten im Carpentry mittlerweile Legendary plus 5. Dann haben wir hier noch drei Kämpfer, die haben hier natürlich keine so schönen Werte, die man vorzeigen kann. Da kann man aber mal einfach beim Military gucken, welche wie gut ist. Der Graf von Metternich, der kann eigentlich nicht viel. Kann er nämlich Social ein bisschen? Ja, er kann Observer und Teacher. Dass er Teacher hat, ist für ihn euch der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass er da hingekommen ist, weil das hilft nur beim Trainieren. Wir sehen hier den Pescher, der als Crutchwalker unheimlich gut ist. Ich glaube, er hat schon mal eine Verletzung überlebt, deswegen dürfte das der Fall sein. Man kann ja mal eben nachgucken. Dürfte sich ja finden lassen. Es kann sein, nämlich, dass er an einer Krücke geht, weil er irgendwo verletzt wurde. Das ist durchaus möglich. Wo finden wir ihn denn jetzt? Da, nein, das ist Philipp. Fängt aber fast genauso an, auch beides mit P. Dusty Creature. 53, also 53 ist da. Sieht man da. Ich sehe hier jetzt gerade nichts, was direkt darauf zustimmt. Vielleicht sieht man das in der Ausrüstung, Equipment, ob hier irgendwo ein Crutch dabei ist. Coating of. Aha, das ist, was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Buckler, Short Sword. Ich sehe hier so keinen. Und wie sieht es bei Wunden aus? Er ist durstig. Dann kann ich das so gar nicht sagen. Wenn jemand von euch weiß, wo ich das erkennen kann, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann finde ich das ja vielleicht wieder. Ansonsten haben wir gerade Radescha hier unten, der als Kämpfer doch schon einige, also im Kampfskill selbst noch nicht so viel drauf hat, aber hier unten so Kicker, Fighter, Dodger schon ganz gut kann, was natürlich praktisch ist, auch armer User. Ja. Dann haben wir hier Semgeist, unseren Bauern, hauptsächlich Bauern. Haben wir noch ein paar mehr, aber er macht das halt hauptberuflich, ist doch schon mittlerweile bei 10 und beim Pflanzen dann bei 5, wobei das macht ja nicht viel, das ist dann jetzt ziemlich egal. Dann haben wir uns hier Tammy, unseren Doktor, der die Dressing und Surgery und Diagnostics, da muss er noch dran arbeiten. Da hat er mit euch auch Erfahrung. Da brauchen wir halt mal ein paar mehr Verletzte, dann wird er halt auch wieder besser. Dann haben wir hier Tobi und seinen Waffen- und Rüstungsschmied mittlerweile bei 6 und 7 da drin. Also 7 Rüstung höher, weil ich davon meistens insgesamt mehr machen lasse, weil einfach eine Rüstung besteht halt aus mehr Teilen als eine Waffe. Wenn man so einen Zwerg ausrüsten will, braucht man natürlich 5 oder 6 Teile Rüstung und eine Waffe. Demzufolge wird das Rüstungsmachen meistens mehr trainiert. Ja, McWoody und Weaker habe ich ja gerade schon angesprochen. Dann haben wir hier Zarek als Minenarbeiter, wohl momentan noch unser Unerfahrenster und die auch die meiste Zeit damit beschäftigt, Kinder zu bekommen in letzter Zeit. Aber mit Grandmaster meine natürlich auch nicht schlecht. Also, braucht man nichts gegen sagen, das ist auch schon ziemlich gut. Dann haben wir hier Zerkoran, der als vor allem das Farmen übernimmt. Plant Gathering braucht auch noch nicht so viel. Und Potash Making hat er im Endeffekt auch noch nicht so viel machen müssen. Und Cyril, der auch noch als Farmer dabei ist. Ja, soweit als Überblick. Hier unten kann man noch mal den restlichen Leute sehen, was die so können. Haben wir auch bunt gemischt verschiedenste Sachen mit dabei. Gerade bei den Masons haben wir einige Leute, die das mittlerweile ganz gut geübt haben. Das wird ja auch immer recht viel gemacht. Ja, so viel dazu. Das mit der Einstellung, die ich nebenbei geändert habe, übernehmen. Und dann würde ich sagen, kann man mal gucken, was währenddessen hier passiert ist. Ups, falsche Richtung. Die Tiere sind erwachsen geworden, Tiere wurden umgebracht. Es fehlt mir wieder die Munition. Leute haben ein bisschen hin und her gewechselt, noch mehr Tiere wurden umgebandelt. Ah, da ist jemand verhungert. Ist natürlich nicht so schön. Aber damit wissen wir, was passiert ist. Wir können auch mal versuchen, Essen zu machen. Wir dafür wieder genug Teile haben. Ja, wie sieht es hier? Ich gucke die Stockpiles, das geht besser. Gucken wir mal, wie es mit unserem Adamantium und unserem Eisen aussieht. Mit unseren Blöcken können wir nicht auch gucken, wobei ich nicht weiß, ob man die hier. Oh Gott, braucht der lange, um das zu laden. Weil hier die Blöcke sehen kann. Ich denke nämlich nicht. Wir haben noch 19 Rohr, manchmal habe ich gerade gesehen. Dann warten wir wieder ein bisschen, bis er das geladen hat.
So, Eisenbarren. Adamantium haben wir noch 16, Eisen haben wir 26. Sieht also ganz gut aus, aber das Adamantium wird leider danach dann bald den Geist aufgeben. Weswegen ich mich jetzt mal hinstellen möchte. Na, ich habe hier schon wieder nachgemacht, scheinbar. Ich wollte aber auch noch ein bisschen Waffen machen aus Adamantium. Zum einen erstmal eine Mace. Weil wir haben ja ziemlich gute Mace-Drafts. Die sollten auch noch gute Waffen haben. Wie sieht es hier mit dem Braun aus? Kümmert sich da überhaupt jemand drum? Ja, einer, immerhin. Und wir haben ja schon wieder ganz schön viele Plants da. Was natürlich an sich auch nicht schlecht ist, weil die immer als Notreserve fürs Essen dienen können. Also gar nicht so verkehrt davon genug da zu haben. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin, wie es mit den Pumpen aussieht. Da ist mittlerweile ein bisschen was ab und zu fertig. Ich habe auch noch ein paar mehr Türen in Auftrag gegeben. Weil wir schon mal weiter hochkommen, aber langsam gehen mir dann leider auch die Türen aus. So, gucken wir mal nach Pumpen, ob man hier noch was bauen kann. Wir haben auf jeden Fall irgendwo noch passende Blöcke. Auch schon wieder zwei Eisenteile hiervon. Sehr schön, da können wir auf der Ebene darüber auch noch eine bauen. Eisen-Corkscrew. Ja, da werden wir auch wohl noch mehr Parts von Bra mehr Teile von brauchen. Deutlich. Und ich kann auch mal währenddessen gucken, wie das Graben hier aussah, weil da müsste sich, da hat sich einiges getan. Ups, das wollte ich gar nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? So, da wollte ich drauf. Minenarbeiten. Hier hebe ich mal die Edelsteine aus. Vielleicht kommt dahinter noch Kohle zum Vorschein. Vielleicht hat man da ja Glück. Auf jeden Fall kann man die Edelsteine zur Not ja auch gebrauchen. Hier ist noch mehr. Es ist zwar alles nur die Lignite-Kohle, aber auch die kann man ja gut gebrauchen. So ist es ja nicht. So, was haben wir hier? Ja, hier haben wir noch schön viel. Ich räume hier einfach mal so, wähle einfach mal so ein bisschen größeren Bereich aus. Da wird sicherlich ordentlich was drin sein. Was ist das Braune da denn? Kasserit, was auch immer das war. Also Moment, ich habe ja nebenbei hier das offen. Ich kann mal eben kurz gucken. Jetzt hört man mich hier weiter. Magma Safe Material. Nein, falscher Tab. Haha. Ah, Tin. Tin war Kupfer, Zink. Ich glaub, irgendwie was ich lerne, nicht Kupfer. Ich glaube, Tin ist Zink. Das heißt, wir haben damit einen Betrag von, aus dem wir Zink rausbekommen können. Ist als Metall feuerfest, aber das war's als Ore feuerfest, das war's dann aber auch schon. Als Metall geschmolzen ist das nicht mehr, also im Endeffekt bringt es uns nicht so viel. Ist aber ganz nett, dass man es finden kann. Nur brauchen wir halt einfach mal nicht. So, nehme ich hier nochmal ein bisschen mehr aus. Ah, hier ist auch noch mehr Metall, sehr schön. Da ist unheimlich viel Tetrahydrit drumherum. Ich weiß gar nicht, warum man davon immer so viel findet, das braucht man alles gar nicht. Zu viel von. Wahrscheinlich ist das der Grund, weswegen Kupfer so billig ist. Im Spiel, weil es einfach viel zu viel davon gibt. Dann auch noch mehr. Schön Eisen hier raushauen. Und irgendwo müsste noch. Ja, da. Hier oben dürfte eigentlich nichts mehr sein. Zumindest weiß ich, kann ich mich hier nicht mehr dran erinnern. Nö, sieht nicht so aus. Könnte sich natürlich mal hinstellen, könnte ich hier einfach nochmal so eine Linie durchziehen. Das kostet ja nichts. Also Zwerge eh zu tun haben. Dann soll sich nochmal rumrennen. Da kann man ja auch immer noch was finden. So. Seedrusher bringt mir erst wieder was, wenn sie hier fertig sind. Wie sind sie schon fertig? Wir haben einmal Ballista Arrowhead haben wir schon. Das heißt, wir können einmal einen Pfeil machen. Und dann haben wir wenigstens erstmal Ruhe vor dieser lästigen Meldung. Denn die geht einem auf Dauer doch schon auf den Senkel, wenn einem dann mal berichtet wird, ja, wir können nicht, uns fehlt hier noch. Und da sieht man auch immer noch die Trolle und den Meister Speerman sieht man hier gerade rumlaufen, aber Speerkämpfer, der hier müsste das im Moment über die Taste, das geht besser. Ja, Goblin Spear Master dürfte das sein, das sieht schon so aus. Master Lasher. Swordmaster ist sicherlich auch irgendwo mit dabei. Und so werden die da wohl auch noch ein bisschen länger stehen, befürchte ich. Lästiges Pack. Es gibt hier leider nicht so was, wie dass ich mich einfach hier oben hinstellen kann und oben von oben heißes Öl oder sowas drunter unterkippen kann. Und mich dann darüber freuen, dass die da unten verbrennen. Das wäre sehr praktisch. Da stehen auch noch welche rum.
Ich hätte jetzt eigentlich gerne mal, dass wir dann Steine in die Richtung feuern, aber ich glaube, wir haben noch gar keine Steine abgefeuert. Wir könnten uns natürlich auch mal hinstellen. Haha. Die haben ja keinerlei Schützen dabei, fällt mir gerade mal so auf. Das heißt, wir können hier in das Part eigentlich mal ein bisschen lustig Action machen, indem wir einfach unsere Schützen mal hier oben hin bewegen. Die haben ja Armbrüste. Und beim Feind sind keinerlei Schützen dabei. Das heißt, tendenziell müssten wir eigentlich von hier oben schießen können. Und dann zumindest könnten unsere Schützen so mal ihre Schussfähigkeit trainieren, weil da haben sie ja herzlich wenig von. Mal sehen, kommt ihr schon? Ja, da kommen sie. Ja, da stehen sie zumindest gerade rum. Markstraf steht da rum. Graf von Metternich steht da rum. Ja, komm, Jungs, weitergehen. Hallo? Hallo? Ihr sollt gefälligst da hinkommen. Was soll denn das? Jetzt stehen die da hinten oder was? Ja, jetzt kommen sie hier rüber. Sehr schön. Ein Marksdorf dabei hast du hier hinten. Du bist Rekrut mit einem verletzten Bein. Hast du denn schon eine Armbrust dabei? Bronze Crossbow. Ja, sehr schön. Hast du auch Pfeile dabei? Ich befürchte ja fast mal nicht. Denn im Endeffekt fehlen mir wahrscheinlich sogar noch Pfeile, so wie ich das eingestellt habe. Equipment, hier war das doch irgendwo, oder? Unter Supplies müsste das gewesen sein. No, Termination. Ah, Termination, ja. Dann nehmen wir euch jetzt einfach mal die Holzpfeile, die ihr prinzipiell auch haben solltet. Nein, hier sollst du so. Non-Combat. Use in Combat, Use in Training, so. Haben wir sie für 4 Pfeile damit versorgt. Dann können sie viel verkämpfen. Ich weiß noch nicht, wer da jetzt überhaupt Pfeile dabei hat. Wie sieht es denn hier aus? Ein Crossbow haben wir dabei. Leggings, Deer Low Boot. Also ich sehe hier überall keine Pfeile. Also keine Bolzen. Das hat eigentlich keinen Sinn, macht, weil wir davon dicke genug haben müssten. Ich hoffe einfach mal, die haben sie dabei und bekommen sie da einfach nur nicht angezeigt. Natürlich kann es auch sein, dass uns die mittlerweile ausgegangen sind. Ich kann mich eigentlich mal hinstellen und kann da noch welche machen. Wir haben hier noch Craft Drafts Plätze. Und auch irgendwo einen, der noch nicht total zugeklastert ist. Ja, hier. Wood Bowls. Stellen wir uns einfach hin, machen uns einen Satz Bolzen. Und gucken dann mal weiter, was passiert, wenn wir hier hingehen. Da stehen sie jetzt und da wird auch geschossen. Da habe ich gerade einen Bolzen fliegen sehen und da fliegt sich noch ein Fliegen. Sehr schön. Da fliegen auch welche. Fup, fup. Die schießen hier runter. Da sieht man auch die Bolzen lang fliegen. Natürlich, ich frage, ob sie damit überhaupt hier war. Sie machen sogar ein bisschen Schaden. Großartig. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass die überhaupt bei ihrem Beschuss ansatzweise etwas hier reißen können. Aber da sind 2 Stück, die runterschießen. Aber auch nur die beiden. Jetzt merken wir uns mal der Graf von Metternich. Und wer ist das hier noch? Der Cerol. Cerol. Die merken wir uns mal, da kann ich nämlich hintergucken, wie weit sich deren Schützenfähigkeiten vielleicht verbessert haben dadurch. Das kann man dann ja mal nachschauen. Aber das weitere Schießen werden wir im nächsten Part machen, genauso wie das Nachgucken. Wir sind hier nämlich schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier mit kleinen Bolzen auf große Trolle schießen. Bis dann, Leute, und macht's gut.